Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Alles gut, Hund? Mit Let's Play Final Fantasy 16, was kurten der eben so ran? Auch nicht schlecht. Genau, wir müssen, Nebenmission haben wir nicht mehr. Hä? Ach, da oben. Da oben haben wir zwei Nebenmissionen. Ja, tödliche Spiel und Spielzeuge und das hier. Ja. Jetzt haben wir eine neue Aufnahmesession. Genau. Und ich habe es jetzt übrigens. Nee, danke. Ich brauch keine Erinnerung. Und ich habe es jetzt übrigens auch geschafft. Ich muss jetzt langsam zurück. Das ist gut. Hau ab. Das alles ist ja laufen. Auch Lost Judgment läuft wieder. Dann ist alles wieder da. Ich habe bei Lost Judgment jetzt so zwei Folgen aufgenommen, aber den kann ich ja noch mehr aufnehmen. Ja, aber es läuft wieder alles. Das ist eigentlich ganz praktisch. Kaiserraue. Wie viele Träger schuften, um deine Kornspeicher zu füllen? Ah, das sieht schon cool aus. Alter. Alter, hab ich Bock heute. Was? Willst du mich angreifen? Was ist denn für ein Viech? Blaufelder. Seid ihr irgendwie Viecher? Ja! Aua, nicht gesehen. Hey. Hey. Knapp vorbei. Ich bin... Blöde grüne Fliege ist so blöd. So langsam. Halt die Fresse, Mensch. Ihr wollt doch den Stress. Jetzt 60 Erfahrungspunkte. Mal sich gelohnt. Blutige Haut, okay. Alter Schwede. Au. Boah, aua, 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 du. Holy, 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 holy moly. Aber 60 Erfahrungspunkte hast du für den kleinen Kampf da eben. Genug für heute, Träger. Alter, wie die mit den Trägern umgehen, ne? Als wären sie das allerletzte. Und wir können nichts dagegen tun. Erstmal nicht. Ja Gott, sehr schön. 1624 ist auch eine schöne Zahl. Genau, machen wir erstmal die Nebenmission natürlich, ne? Wie immer. Ihr kennt mich. Hoch mit euch, ihr Schmarotzer! Die Arbeit erledigt sich nicht von. Was für Arschlöcher. Fangen wir an mir mit der Quest. Oh ja, ist ja gut. Ey, da habe ich ja schon gar keinen Bock mehr. Wenn du schon so mich anschnaute, Träger, komm hierher, habe ich schon gar keinen Bock mehr. Was willst du, Arschloch? Endlich! Du bist. Oh, halt die Fresse. Wofür? Haben sie es dir nicht gesagt? Eine wilde Bestie will meinen Jungen fressen. Ja, blöd gelaufen. Steh hier nicht rum und gaff blöd. Rette ihn! Ich soll von. Weißt du, ganz ehrlich, weil es dein Junge ist. Sonst würde ich dich. Eigentlich müsste ich den Jungen rausholen, dich da reinschmeißen, dass du aufgefressen wirst und dann würde ich ihn töten. Na gut. Wo ist er? Oh. Zur Abwechslung ein Träger mit Mumm in den Knochen. Oh, halt wie interessant. Er ist da drüben, an der Küste. Los. Geh und töte die Bestie. Tödliches Spiel, oder? Okay. Ja, ich liebe die Nebenmission. Oh! Wenn der Sohn in Lebensgefahr ist, wirkt er erstaunlich ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss aufpassen. Ach. Der Wolf, er will mich fressen. Das werde ich verhindern. Der Wolf? So
Ich erledige das. Bleib liegen! Und zack. Du bist erledigt. Genau, du bist erledigt. Wolf erlegt. Wie viel gibt's für einen Wolf? 4, na gut, okay. Nein, du solltest ihn nicht töten, sondern er dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Was soll das? Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden? Guck mich nicht so an. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still, wenn Vater das hört. Weh. Was zum Teufel? Oh nee, oder? Den Wolf habe ich getötet. Aber die Gefahr ist jemand anders. Dieses Treiben muss aufhören, bevor es nochmal geschieht. Alter. Was für ein Arschloch. Sofort! Erst schlachtest du unser Haustier ab? Vor den Augen meines Sohnes? Und dann wagst du's hier wie ein Gockel herumzustolzieren? Der Wolf war abgerichtet. Und gehorsamer als du, dreckiger Sklave. Du solltest unserer Unterhaltung dienen. Und wir sind alles andere als amüsiert, wie du siehst. Ich auch nicht. Für den Spaß wirst du bezahlen. Da, ich sag's doch, er redet. Schon wieder. Bestraf ihn, Vater. Warte, wer bist du, Träger? Sprich, du bist nicht der vom Markt? Nun, dein Ungehorsam wird nicht von ungefähr kommen. Los, bring sofort deinen erbärmlichen Besitzer hierher. Der erbärmliche Besitzer bin ich. Ich bin mein eigener Herr. Ich gehöre niemandem. Und ich gehorche niemandem. Lügner! Ich sehe doch das Brandmal. Wertloser Sklave! Halt den Mund und hört zu. Ihr habt Menschen getötet. Diese Träger fühlten Angst und Schmerz, genau wie ihr. Und wenn ihr nicht so enden wollt wie eure Opfer, dann tut ihr nie wieder so etwas Grausames. Habt ihr das verstanden? Vater, ich hab Angst. Du wagst es, uns zu drohen? Du wagst es? Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren, stärkeren. Natürlich, mein Sohn. Ich lass uns im Dorf einen neuen holen. Und der wird diesen dreckigen Träger in Stücke reißen, bis er verblutet. Unverbesserlich. Aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Sie verdienen ein Begräbnis. Das ist das Mindeste. Wie viele Träger mussten für das Spiel dieses Verrückten sterben? Bestimmt viele. Ey, was für ein Schwein, ey. Was für ein Alter. Mehr Opfer ihrer adligen Spieler. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen? Madame. Ich arbeite für sie. Wie du. Das Begraben der Toten wird nie leichter.
Bist du dafür hierher gekommen? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir? Wo du schon hier bist? Gern. Bestatten wir sie. Jetzt haben sie eine letzte Ruhe oder mögen sie endlich Frieden finden. Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Hab ich. Aber ich fürchte, er kauft schon bald einen neuen. Und dann sterben noch mehr Träger. Wie können sie uns nur ohne Reue in den Tod schicken? Du weißt, für sie seid ihr nur Dinge. Werkzeuge, die man benutzt. Oder Spielzeuge. Und wenn einer stirbt, kauft man einen neuen. Doch so ein Verhalten bleibt nicht immer ungestraft. Vater! Vater! Hast du das getan? Ich nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er dir irgendwann die Kehle raus. So wie Träger. Selbst in Ketten haben sie Zähne. Was werden die Leute wohl tun, wenn sie endlich zurückbeißen? 2 mordende Unmenschen weniger. Kein Verlust also. Danke. Für die Hilfe. Das brauchst du nicht. Nimm schon. Als Anzahlung für unser nächstes Treffen. Bis dann. Auftrag abgeschlossen. Tödliches Spiel. Ich weiß ja nicht, das ging jetzt ein bisschen weit. Also ja, kann verstehen, was er erreichen will und wollte. Wo ist denn da jetzt? Das nächste Ding ist doch nicht hier. Okay. Aber das ging zu weit, Leute. Da ist jetzt ein Kind gestorben. Und das geht ein bisschen, ja, zu weit. Lisette. Hast du meine kleine Chloe gesehen? Wem? Ich habe sie aus ihrem Käfig gelassen, damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Ja, Spielzeuge. Okay. Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen, aber bis jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Es ist doch meine Aufgabe, sie zu füttern. Wenn das so ist, dann mache ich mich besser schnell auf die Suche, ja? Die Felder sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Ah, okay, bei den Dorfbewohnern erkundigen, ja, das kann ja was werden. Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Puh, du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen, hm? Oh, Alter. Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette. Die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen. Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie nicht von der Kette lassen darf. Also zur Windmühle.
verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Oh mein Gott. Chloe? Also, weiß bist du jedenfalls nicht. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ist das? Da liegt doch jemand auf dem Boden. Ich gehe mal etwas näher ran. Was ist denn hier los? Hier ist eine Falle. Eine Trägerin. Chloe, da bist du ja. Ich hab dich gerufen. Was? Steh auf. Du hast jetzt genug geschlafen. Wir müssen nach Hause. Chloe? Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes Haar. Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten sind. Sie war also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Bist du gar nicht traurig, dass sie tot ist? Sie ist nicht tot, sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Hätte sie nicht dieses Brandmal gehabt, wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Jemandes Tochter. So wie du. Aber Papa sagt immer, dass Träger keine Familien haben. Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weggegeben haben. Geschwister, die sie nie wiedersehen werden. Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Vergiss das nie. Und vergiss Chloe nie. Ich... Oh mein Gott. Alter. Muss ich jetzt mal überlegen, wie diese Menschen. Was wie der Gegner? Wolfshund. Das war's. Genau, das war's. Zack. Nice. Ja, die sind halt schon echt hart, ne? Die Welt hier, also. Dass ich mit meiner Einheit nie in Moor war. Wenn man hier Träger so verabscheut, wie Isabel sagt. Ja, haben wir eben am einen Bleib erfahren. Wir sollten eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Das wird wohl kein Deserteur sein. Das nennst du sauber? Elender Fotze. Wenn auch da. Bist du Bertrand? Madame schickt mich. Habe ich mir schon gedacht. Ich höre schließlich nur was von ihr, wenn sie was braucht. Na sag schon, worum geht's? Eine ihrer Kurtisanen wird vermisst. Und ich soll sie finden. Ein Soldat, der vielleicht weiß, wo sie ist, soll sich hier in Moor mit einem Händler getroffen haben. Bei uns machen Dutzende Händler auf dem Weg in die Hauptstadt Rast.
Aber einer von ihnen hatte vor kurzem Streit mit einem Soldaten. Ist er noch hier? Der Händler? Oh ja. Der sture Bock hat den Soldaten einfach schreien lassen, bis der sein Angebot angenommen hat. Wenn du nach ihm suchst, sei vorsichtig. Hier lässt man einen Träger eher verrecken, als sich die Hände schmutzig zu machen. Daran kann nicht mal Madames Brosche was ändern. Verstanden. Oh mein Gott, ja, dass das hier die Leute, uns lieber verrecken lassen würden, ist... Was willst du denn? Auch schon, ja, da. Aha. Nö. Endlich Ruhe. Oh, Alter. Was willst du, Träger? Wo ist dein Herr? Du legst es wohl darauf an, was? Ich wurde aus Nordstedt geschickt. Auf Geheiß von Madame. Der Name sagt dir was? Wie? Aber selbstverständlich doch. Ich bin Madame treu ergeben. Und wie kann ich ihr zu Diensten sein? Du wurdest vor ein paar Tagen im Streit mit einem Soldaten gesehen. Er hatte eine Narbe über dem Auge. Ja, das stimmt. Er hatte einen Kamm und meinte, es sei eine Antiquität. Er wollte ihn bei mir gegen einen neuen tauschen. Aber so alt das Ding auch war, eine Antiquität war das mit Sicherheit nicht, wie ich ihm auch gesagt habe. Allerdings hat er das nicht akzeptiert und wollte mich mit Geschrei einschüchtern, wirklich hartnäckig und stur. Ich habe nicht nachgegeben und als er endlich heiser wurde, hat er schließlich einen neuen Kamm von mir gekauft, wenn auch nur einen billigen. Weißt du, wohin er danach gegangen ist? Nach einem Geschäft ist normalerweise niemand mehr am Plaudern mit mir interessiert. Dieser Mann schon, zu meinem Erstaunen. Er wollte zu den Ruinen, nicht weit von hier. Vielen Dank. Dafür doch nicht. Ich würde alles für Madame tun. Alles. Sag ihr bitte, dass ich dir weitergeholfen habe, ja? Bitte, mein Freund. Naja. Das sah ich bestimmt. Denn wieder Wölfe? Riechst du auch den Tod hier, Torgal? Wölfe. Das ist eine Gefahr für die Dorfbewohner. Wir sind viel zu nett für diese Welt, einmal. Es ist wieder so eine Gefahr für die Dorfbewohner. Wir müssen sie eliminieren. Wir sind viel zu nett für diese Welt. Das war's. Bleib nicht. Bleib nicht ein Tag. Zack. Ah, Mist. Ah, wurde ich getroffen. Ärgerlich. Egal, wir haben es ja eh gleich geschafft mit. Verdammt. Zwei Leichen. Ein Mann und eine Frau. Die Wölfe waren offenbar hungrig. Doch diese Wunden sind trocken. Da liegt doch was. Ach nee, das ist ein Kamm. Ist es also, Tatjana?
Tatjana, sagst du? Dann ist der Tote neben ihr wohl Yannick. Die Frau, die er jede Nacht besucht hat. Er meinte, sie heißt Tatjana. Du. Bist du mir gefolgt? Warum sollte ich das? Oder hast du irgendwas verbrochen? Nein, ich sollte Yannick finden. Und wie es aussieht, hab ich das. Und ich habe meine Vermisste gefunden. Es war die Eifersucht. Der Gedanke, dass da noch andere waren, hat ihn krank gemacht. Eines Abends trug sie einen Kamm im Haar. Yannick dachte, der wäre von einem anderen. Uns hat er gesagt, dass er den Mann finden und töten will. Wir haben ihn wie immer nicht ernst genommen, aber dann ist er nach Mur aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Der Kamm in ihrem Haar. Er war ein Geschenk von Madame. Hätte Yannick doch bloß gefragt. Dann würde er nicht hier draußen verrotten. Ich glaube, er hatte etwas Größeres vor. Er hat ihr den Kamm gestohlen und ihr einen neuen gekauft. Einen Antrag vielleicht. Was? Ein Antrag? Und dann mit ihr und Madame in Nordstedt leben? Desertieren konnte er ja wohl schlecht. Richte Madame mein Beileid aus. Wenn unsere Männer Yannicks Leiche abholen, sehe ich zu, dass sie Tatjana zum Schleier bringen. Bist du dir sicher? Die Sache lässt sich nicht vertuschen. Also müssen wir versuchen, Madame versöhnlich zu stimmen. Da fällt mir ein, ich habe sie gerade in Mur gesehen. Erklärst du ihr alles? Ich halte mich da lieber raus. Ich muss es Isabel sagen. Vielleicht hilft der Kamm ihr wenigstens dabei, Abschied zu nehmen. Hoffentlich. Mist, kein Heiltrank. Oh ja, diese Welt ist aber einfach nur grausam. Ihr hättet mich doch rufen können. Du hast Mur also überlebt. Deine Gefährten sind in der Zwischenzeit eingetroffen. Sie warten an der kleinen Kapelle oben auf dem Hügel auf dich. Danke, aber habt ihr nur dafür den Weg auf euch genommen? Ich wäre ohnehin zu euch gekommen. Dann hast du sie gefunden. Oh nein, meine arme Tatjana. Dass ein Mann mit Leib und Seele einer Kurtisane verfällt, ist nicht selten. Erst recht nicht, wenn er jung und fern von seiner Heimat ist. Doch ein gutes Ende nehmen diese Geschichten nie. Der Kamm lag neben Tatjana. Sicher wollte ihn zurück. Ich danke dir, Clive. Hä? Okay. 200. Ich muss los. Nein, warte. Ich habe noch etwas für dich. Ein Zeichen meines Danks. Im Schleier kehren auch befehlshabende Offiziere der kaiserlichen Armee regelmäßig ein. Bei einigen lockert sich die Zunge im Laufe der Nacht. Die Legionen bereiten sich auf einen Marsch Richtung Süden vor. Otto hat auch schon davon gesprochen. Ach, sagte Otto auch, dass es um alle Legionen geht? Es handelt sich um kein Gefecht. Ich vermute, dass der Kaiser vorhat, die Hauptstadt aufzugeben. Aber was weiß eine Frau wie ich schon von Politik? Leb wohl, Clive. Ja, auch. Danke, Isabel. Ja, mein Kleiner. Ja, du bist immer lieb zu mir, ne? Ja, du bist der Liebe. Du bist immer nett, die anderen alles doof.
Sage ich jetzt weiter und der nächste neue Nebenquest haben wir ja nicht und wir haben auch sonst keine. Gucke kurz. Nee. Okay, okay. Gut, Leute. Da würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Dann passt das ja auch gut. Dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und rein. Bis dann. Bye, bis dann. Tschüssi, bis dann. Ciao.